ist ja schon fast ein Brauch, dass ich hier im September ein neues russisches Eiskunstlauftalent vorstelle, das das erste Mal bei einem großen Wettkampf im Ausland voll aufgefallen ist. Dieses Mal ist es Polina Zurskaya. Beim Junior Grand Prix in Slowenien hat die 14-Jährige die ganze Konkurrenz aus Japan und Amerika mit ihren Sprüngen vom Eis gefegt. Und das war überhaupt ihr erster Auftritt außerhalb von Russland. Ihr Dreifach Lutz, Dreifach Tulup, Doppeltulup, dort hat keine in ihrem Alter gemacht. Nicht einmal die ganz großen Russinnen von heute wie Lipnitskaya und Radionova. Bei einer Frage nach ihrem Lieblingselement in Eiskunstlauf muss sie nicht lang nachdenken. So richtige Lieblingselemente habe ich nicht, aber ganz allgemein mag ich Sprünge. Am Rande des Grand Prix konnte sich unser Eiskunstlauf-Experte Michael Scharow einmal in Ruhe mit dem Mädchen unterhalten. Polina stammt ursprünglich aus Omsk in Sibirien und wie viele ist sie wegen des Sports über 2000 Kilometer nach Westen nach Moskau gezogen. Zum Eiskunstlaufen ist sie mehr oder weniger zufällig gekommen. Nebenan in Omsk war eine Eishalle und sie war ein sehr lebhaftes Kind. Da dachten ihre Eltern, die Kleine muss mal ihre viele Energie loswerden und meldeten sie zum Eislaufen an. Auch Polina hat ihre großen Vorbilder und liebt es immer noch, ihnen von der Tribüne aus zuzuschauen. Bei der Ausstrahlung schwärmt sie vor allem für die Italienerin Carolina Kostner, die in Russland viele Fans hat. Bei den Pioretten ist nach ihrer Meinung Julia Lipnitskaya unschlagbar und ihr Idol. Große Nervosität vor dem Auftritt kennt Polina übrigens nicht. Das hängt ganz von der Situation ab. Ich denke mein Programm noch einmal durch und bemühe mich nur, positive Gedanken zu haben, dass alles klappt. Wenn alles so weiter klappt, will Polina im nächsten Jahr das erste Mal zur Juniorinnen-Weltmeisterschaft fahren. Sehr hart wird es für sie, trotz ihres Talents, sich für einen Platz dort gegen ihre Mannschaftskameradinnen durchzusetzen, wie die russische Juniorenmeisterin Jewgenia, von der wir hier auf unserem Channel auch schon einen Bericht haben. Wie ihr seht, haben wir einen super Draht in den russischen Eiskunstlauf und wenn ihr bei uns bald wieder vorbeischaut, werdet ihr noch einiges zu sehen kriegen. Tschüss!